eure Videos. Hallöchen Gemeinde, wir müssen einen Moment warten, die Polizei muss erst vorbei, aber dann kommen wir. Willkommen zu Folge 260. Oh, is this what invading a country looks like? Wait, have we ever done that? And if we did, this is what it looked like people just... Does somebody need to make a video, like, you know, when they do that thing, like... Glückwunsch, die kompletten Inhalte der Schränke im Wohnmobil einmal auf links gedreht. Schön. Hat der ein Glück? Oder die? Achtung, ein Geisterradler. Berührt haben sie sich nicht. Tu sie. Dass die sich nicht berührt haben. Ja, also dieses Manöver, das kann ich natürlich auch nicht gut heißen. Ja, so kann man es auch machen. Wer weiß, dass er ausschwenken muss, aber er muss auch gucken. Ja. Ist ja einfach gefahren, ne? Definitiv. Ich soll euch sagen, Flight hat an diesem Tag sowieso schon schlechte Laune. Ah, und den kann man sowas natürlich auch nicht gebrauchen, ne? Ja, bis hierhin würde ich sagen, ist noch alles in Ordnung. Es geht halt blöderweise nicht weiter, denn muss man halt mal wieder ein Stück zurücksetzen. Und die Uschi bedankt sich auch. Ja, Junge! Bruce Springsteen, sag mal. Streets of Philadelphia, aus dem... Meine Fresse, Leute, ey! Denzel Washington und Tom Hanks in den Hauptrollen. Das war damals der erste große Hollywood-Film. Hauptsache sofort hinterher, wenn Platz ist, ne? Nicht die Lücke nutzen. Bitte? Ich brauche einen Anwalt. Sie haben noch Lücken. Ich habe einen schon vorgelassen. Ja, wie gesagt, Sie haben die Hindernisse. Plupp-Ende. Aber was heißt hier, ich habe auch einen vorbeigelassen? Er hätte 10 oder 100 vorbeilassen müssen. Er hatte die Hindernisse auf seiner Seite. Hä? Also entweder die Uschi, die ist voll das Biest und voll die Harte. Nur die Harten kommen in den Garten. Oder aber, sie guckt ja nun wirklich nur die ganze Zeit geradeaus. Hat sie denn da wirklich nicht gesehen? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Also wenn, dann hat sie absolut gar keinen Seitenblick da. Verstehst du, weißt du, weißt du. Tender, sag doch mal gerade, fährst du ein Elektroauto oder ein Verbrenner? Ja, dachte ich mir. Hey! Ob Handy oder ob müde oder ob besoffen, das könnt ihr euch selber ausdenken. Bam! Cool. Haha, das ist wieder geil. Klassischer Rückstau und der letzte. Sieht ja gut aus, wenn so ein Auto da so vorne einfedert, weil er so stark bremst. Ich guck das gerne. Oh, der steht da aber, wa? Für so eine olle Karre? Niggi fährt die... Niggi? Noggerschock, da denke ich jetzt dran. Na, guckt durch die Gegend und plötzlich ist die Straße zu Ende. Also ich wäre weitergefahren. Wer das jetzt sagt, der weiß nicht, dass Niggi links abbiegen wollte. Da siehst du natürlich gar nichts, ne? Und dann fahren natürlich die Leute schnell an dem Bus noch dran vorbei. Wird nie was. Wird nie was. Also er setzt zurück, kriegt vom Busfahrer noch einen Daumen hoch und freut sich für den Rest des Tages. Finde ich gut. Hat so super, super geklappt. Einfach mal ein bisschen mitdenken. Hallo. Daumen hoch! Danke! Schaut auf den Bulli, der will wenden und... Oh. Das Video ist kurz, ich erzähl's euch jetzt schon. Er hat die Tante da noch erreicht und sie hätte gesagt, sie hat nichts falsch gemacht. Hier musste ich einen Fluch wegschneiden, der nicht in meiner Sprache ist. Was mag das hier sein, eine 70-Zone?
Ich kann doch hier nicht wenden mit so einem riesen Schlachtschiff. Bin ich rumgelaufen, wirklich wie in der Belleburg, völlig begeistert, wusste gar nicht, wo gucke ich zuerst hin. Hab einfach und wenn, dann bremse ich doch keine zwei Leute aus, oder was? Der ist ungehemmt im Unterhemd. Ey. Hast du nicht gesehen? Der hat einen riesen Anhänger hinten dran gehabt. Der musste weit ausholen. Hey, hey, der unsichtbare Christian ist wieder da. Kann man ja nur nicht sehen. Abstand! Der Bengel hat übrigens noch einen TikTok und einen YouTube-Kanal. Also falls ihr da auch nochmal reingucken wollt. Kommen wir jetzt aber nochmal zu dem dämlichsten, hysterischsten Autofahrer Deutschlands oder so. Was soll das? Wo soll ich denn hin? Nicht überholen! Nicht überholen! Alter! Und die hat einen Führerschein, das ist Scheiße. Alter, wer aber so hysterisch wird sofort, ne? Der ist aber vollkommen ungeeignet, so ein Auto zu führen, oder? Die ist doch vollkommen überfordert damit. 70 stehen hier angeschlagen. Wir wissen nicht, wie schnell er fährt, aber das passt schon, oder? Also jetzt stell dir mal vor, er wäre einer, der hier weiterhin mit 100 durchknallt, wie es ja so viele machen. Dann hätte das hundertprozentig gerumst. Jetzt fährt er gar nicht wieder los. Ich weiß nicht, ob das Auto ausgegangen ist. Ich kann das zwischen der Musik nicht hören. Und ja, gesagt hat er auch nichts. Außer jetzt. Jetzt verliert er nochmal kurz Luft. Obwohl, kann auch Musik sein. Ach, was weiß ich denn, Mann? Ich kann auch nicht immer alles wissen. Hihi. Da vorne in der Bushaltestelle steht ein Haufen Fahrräder rum und natürlich Leute, die sie benutzen wollen. Und die wollen los. Und die wollen jetzt los. Nicht irgendwann, jetzt. Aber ihr hier, artig, artig. Ja, das Video ist ganz beschissen gepixelt. Liegt daran, weil diese Fahrradfahrer in Anführungszeichen hinten alle möglichen Zeichen und Buchstaben und so drauf haben. Soll jeder wahrscheinlich googeln können, was für eine tolle Truppe das ist. Auf jeden Fall, deswegen habe ich hier einfach mal grob alles verpixelt. Na, nicht. Ja, du brauchst gar nichts zu entschuldigen. Boah, Leute, ich weiß nicht, ob euch das genauso geht. Ich finde das unfassbar asozial. Was soll denn diese Scheiße? Früher oder später liegen die auf der Fresse, weil irgendeiner sie nicht sieht und... Ihr erzählt uns, welche schöne Bahn... Ah, wer kommt denn... Ich finde das so dumm. Diese Menschen sind in meinen Augen unfassbar... Oh, Mikrostörung. Mit dieser gefährlichen Fahrweise erschrecken die am laufenden Band die Autofahrer. Erkennt man ja, weil ständig gehupt wird. Die Passanten erschrecken sich wegen dieser Scheißhuperei. Sind genervt von dieser Scheißhuperei. Leute, ihr geht unfassbar vielen Menschen auf dem Sack. Den Sack. Und jetzt gerade gucken hier wahrscheinlich 300.000 oder 400.000 Leute dieses Video. Und alle ärgern sich über euch. Über euch. Tender hat mir gesteckt und das stecke ich euch jetzt. Er ist müde im Gesicht. Richtig müde im Gesicht. Ist natürlich Käse. Ich hab's ja schon tausendmal gesagt, ne? Macht Bubu. Haltet 20 Minuten an. Alles andere bringt irgendwann nichts mehr. Ich war lange Jahre LKW-Fahrer. Ich weiß, wovon ich rede. Und da ich das Video beschleunigt habe, konnte man auch schön sehen, wie er immer so ein bisschen nach links und rechts gedriftet ist. Ich sage ja auch immer, macht Platz, wenn einer auf die Autobahn will. Aber doch nicht auf Krampf. Mann, Alter. Ich habe schon mal in der Vergangenheit für euch nachgeschaut und da war ein Ortsausgang, das bedeutet, hier ist 100. Jeder fängt mal klein an, ne? Auch Fahranfänger, ne? Ob das begleitetes Fahren ist, ich weiß es nicht. Ist mir auch wurscht. Fakt ist, so geht's nicht. Wie sag ich immer, etwas mehr Gas geben, dass auch die Drehzahl so ein bisschen hochgeht und dann die Kupplung kommen lassen und dann geht das Auto auch nicht mehr aus. Ne? Dass man das den Leuten nicht vermittelt kriegt, ich weiß es nicht. Oder sie kriegen es halt wirklich nicht auf der Kette. Oder es ist halt doch Känguru-Sprit drin. Dann machst du natürlich nichts. Jonathan hat sich das ja erstmal lange genug angeguckt und er denkt sich, ja, reicht jetzt auch. Dose hier, werdet ihr gleich merken, ist voll das Sackgesicht. Erstmal drückt er jetzt gleich schon den Knopf, weil sein diabolischer Plan, den er ausführen will, tatsächlich aufgeht. Ah, dieser Lump, dieser Elende, ne?
Er fährt in einer 120-Zone rum, er fährt schon 130, er hat einen Drängler hinter sich. Und er denkt sich, da hinten steht ja gleich der Blitzer. Ich zögere das jetzt noch ein bisschen raus und dann, sobald ich rechts rüberziehe, zieht er ja an mir vorbei und gibt Stoff und dann wird der Typ ja geblitzt, ne? Alter Dose, du bist voll der Sack, ey. Du bist so eine fiese Möb, du kommst bestimmt in die Hölle. Ich möchte dir nochmal sagen, die Folgen 1 bis 209 habe ich von diesem Kanal runtergenommen. Datum, Uhrzeit und Koordinaten waren zu sehen und das ist nicht DSGVO-konform. Oh, läufst du weg. Ich habe einen neuen Kanal hochgeladen, Quatsch erstellt, weil sonst würde ich am laufenden Band hier mit diesen alten Folgen hier rein spammen. Das wäre extrem nervig für die allermeisten Zuschauer, die die alten Folgen schon kennen. Aber es gibt immer jede Menge Leute, die halt den alten Kram noch gucken wollen. Deswegen habe ich den neuen Kanal gemacht, Eure Videos Archiv. Da kommen Folgen 1 bis 209 hin. Ich habe schnell eingesehen, dass ich das überhaupt nicht leisten kann, diese alle nachzuverpixeln und wieder hochzuladen. Katastrophe. Ich habe mir ein paar wackere Burschen hergesucht. Vielen Dank an euch. Die helfen mir tatkräftig beim Verpixeln und so weiter. Und dann kann ich den Kram da wieder hochladen. Also Leute, es geht nicht alles auf einmal. Ich mache ein Video pro Tag. Und dann müsst ihr ja, an die Leute, die geschrieben haben, ich bin 130 geblieben jetzt oder stehen geblieben, jetzt sind alle Videos weg. Ich kann es nicht ändern. Das ist scheiße. Ich habe da auch gar keinen Bock zu. Mit meiner scheißlahmen Internetleitung und... Jetzt ruft Alina auch noch an, während ich einspreche. Ist doch scheiße. Moment bitte. Versteht er. Bis denn. Tschüss.